Ich schon wieder. Ich würde euch heute gern was über Bigtable erzählen. Und zwar ist Bigtable ein Distributed Storage System, was bei Google im Einsatz ist, beziehungsweise im Einsatz war. Ich glaube, es wird mittlerweile abgelöst durch neuere Systeme. Und es ist letzten Endes nichts anderes als eine Datenbank, um strukturierte Daten zu speichern. Und da das bei Google im Einsatz ist, muss das natürlich skalieren. Und die sprechen von Petabyte Scale. Das heißt, die nutzen das auch auf über 1000 Nodes verteilt. Und es ist keine relationale Datenbank, sondern so eine NoSQL-Datenbank. Das heißt, man hat kein SQL-Interface, sondern ein bisschen was Primitiveres. Und es setzt auf GFS auf, also diesem Google File System. Das heißt, die Daten sind, die darauf abgelegt werden, die sind natürlich repliziert und redundant. Ja genau, und ich bin darauf gekommen, weil ich halt im Moment mich ein bisschen mit Datenbanken befasse und das eigentlich ziemlich cool fand und mir dachte, dass euch das sicher auch interessiert. Ja, was ist die Bigtable? Die Bigtable ist eigentlich nichts anderes als eine Map, und zwar eine Map von einem Row-Key, einem Column-Key und einem Timestamp auf einen Value. Der Row-Key ist ein bis zu 64 Kilobyte großer String. Und die Bigtable ist nach dem Row-Key lexikografisch sortiert. Und der Value ist ein uninterpretiertes Byte-Array. Jetzt ist die Frage, was ist die Column? Und die Column ist ein bisschen komplizierter. Die Column besteht nämlich aus einer Column-Family und einem Qualifier. Und die Column-Family beschreibt mehr oder weniger den Typ der Column. Und der Qualifier ist sozusagen der Column-Key. Das heißt, wenn ihr eine neue Bigtable erzeugen würdet, dann würdet ihr erst beschreiben, welche Column-Families in der Bigtable gespeichert werden sollen. Und über die Column-Family werden dann die Columns sozusagen gruppiert, und Columns von derselben Column-Family werden dann zusammen komprimiert. Da kommen wir später auch noch drauf, warum das so gemacht wird. Das heißt, die Column-Families, die sind mehr oder weniger schon vom Entwickler festgelegt, die können auch eigentlich nicht mehr geändert werden oder sollten nicht mehr geändert werden später. Aber es gibt unbegrenzt viele Qualifier. Und die Columns, Column Families oder die Columns bilden die Grundlage für Access Control Lists. Das heißt, man kann dann sagen, auf diese Column dürfen nur Leute mit der Berechtigung drauf zugreifen. Und wenn ihr euch das jetzt anguckt, kriegt ihr vielleicht auch schon so eine Idee, warum das eine Bigtable ist, weil man kann prinzipiell unbegrenzt viele Columns haben. Also es ist nicht so wie bei einer MySQL oder bei einer Postgres-Datenbank, dass man eine fest vorgegebene Anzahl von Spalten hat, sondern es gibt unbegrenzt viele, von 10 bis 5000. Zusätzlich ist jede Zelle versioniert. Das heißt, wenn ihr eine Zelle festgelegt habt über den Row-Key und dem Column-Key, dann ist die Zelle zusätzlich noch mit dem Timestamp versehen. Das heißt, jede Zelle hat beliebig viele Werte, und diese Timestamps können entweder von der Anwendung selber vergeben werden. In dem Fall muss dann aufgepasst werden, dass die unique sind. Oder wenn das nicht gemacht wird, dann vergibt das System einfach eine Timestamp. Die Versionen werden immer in umgekehrter Reihenfolge gespeichert, sodass man immer die neueste Version praktisch oben hat. Und basierend auf den Timestamps macht das System dann auch im Hintergrund Garbage Collection. Das heißt, in der Bigtable wird eigentlich nie gelöscht, sondern es laufen im Hintergrund die ganze Zeit Jobs, die dann eben die Bigtable wieder Garbage collecten. Und die Garbage Collection kann entweder auf den letzten N-Versionen basieren. Das heißt, man sagt, man will immer 5 Versionen von der Zelle drin haben, dann werden die restlichen weggeschmissen. Oder man kann sagen, man möchte immer die letzten 3 Tage in der Zelle drin haben. Bei der Garbage Collection, die kümmert sich nur um die Zellenversion. Das will ich jetzt nicht so behaupten, aber die Garbage Collection kümmert sich halt darum, dass diese Bigtables nicht zu groß werden, und weil halt das eigentlich nur Insert-Only ist. Das heißt, wie gesagt, du kannst nichts löschen, und dann würde die ja unbegrenzt wachsen, und dementsprechend machen die halt im Hintergrund dann so Reductions. Genau, und damit ihr euch das jetzt vorstellen könnt, habe ich hier das Beispiel aus dem Paper rausgenommen. Das habe ich übrigens auch hinten in der Quelle drin, wenn ihr das nochmal genauer nachlesen wollt.
ihr habt jetzt hier so eine Big Table. Und ich mache das mal hier. Und wir haben jetzt hier in dem Fall drei Spalten vorgegeben und eine Row. com.cns, n.www ist in dem Fall der Row Key. Dann haben wir eine Column Family namens Contents und eine Column Family namens Anchor. Und der Qualifier ist in dem Fall hier bei Contents leer. Das geht. Und bei Anchor haben wir wiederum die verlinkten URLs. Und zusätzlich haben wir hier noch verschiedene Versionen. Also das sind praktisch die Zellwerte, die dann eben zeitlich eingefügt werden. Also wenn ihr euch das jetzt zum Beispiel hier anguckt, das ist jetzt eine Webtable. Das heißt, sie speichern hier Informationen zu den gecrawlten Webseiten drin. Und was zum Beispiel hier ganz interessant ist, die drehen den Hostname um. Und das hat einen ganz bestimmten Grund. Wenn man nämlich beispielsweise CNN indiziert, dann sind praktisch alle Webseiten, die auf CNN gehostet sind, möglichst nah beieinander. Und dadurch, dass sie das so machen, ist halt die Lokalität der Daten besonders gut, weil die Daten dann auf möglichst wenig Knoten verteilt sind und ziemlich schnell sequenziell gelesen werden können. Das heißt, wenn ihr jetzt zum Beispiel, wenn jetzt jemand nach CNN sucht oder nach site.cnn.com, dann sind halt ziemlich wenige Nodes beteiligt, weil die eben zusammen gespeichert werden. Das heißt, diese Tabelle speichert jetzt unter der Column Family Contents den Inhalt in drei Versionen. Und in den jeweiligen Anchor Column Families ist dann in der Zelle praktisch der Text drin, über den die andere Webseite verlinkt wurde. Und der Column Key ist dann der eigentliche Link. Habt ihr das soweit verstanden? Also wenn jetzt zum Beispiel auf der CNN.com Webseite ein Text ist, dann ist in dem Text praktisch das Wort CNN verlinkt mit der URL cnnsi.com. Verstanden? Achso, das ist einfach umgedreht. Das wird für jeden Link gemacht. Das heißt, ihr habt da jetzt möglicherweise, wenn da 5000 Links sind, dann habt ihr 5000 Spalten. Ja. Und dann kann natürlich eine andere Webseite sein. Raumzeitlabor.de hat dann vielleicht nur 100 Spalten, weil halt nur 100 Links vorhanden sind. Das ist anders, aber ziemlich cool eigentlich. Und die API, die Bigtable euch dann bieten würde, ist, ihr könnt praktisch, wenn ihr drauf schreiben wollt, dann öffnet ihr erst die Bigtable über einen Pfad, sucht euch die Spalte raus, die Zeile raus. In dem Fall hier com.cnn.www und dann speichert ihr einfach die Spalten mit den jeweiligen Werten beziehungsweise löscht sie und wendet diese Operation dann an. Die Operationen werden in einem Objekt zusammengefasst, damit das transaktional abläuft. Beim Lesen könnt ihr einfach sagen, welche Spalte ihr lesen wollt, von welcher Row. Und dann könnt ihr einfach über die jeweiligen Versionen der Zelle iterieren und die Daten ausgeben. Fragen soweit? Also man gibt immer die Family an und kriegt jetzt zum Beispiel hier alle Links. In dem Fall würdest du jetzt alle Links kriegen, oder? Genau, ja. In dem Fall kriegst du alle Links, ja. Aber genauso gut könnte das jetzt auch die Family, Content zum Beispiel. Ja. Genau, ja. Und dann kriege ich alle Contents von allen. Exakt, ja. Das heißt, ihr seht auch hier direkt, das ist ganz anders als bei SQL. Ihr habt jetzt nicht so eine mächtige Sprache, sondern das ist eher primitiv, aber dafür kann das halt, skaliert das halt einfach besser. Ja. Was ist denn jetzt an der Stelle der Wert, der dann von gespeichert ist? In dem Fall, du meinst jetzt hier in diesem Beispiel hier diese Value? Ja. Moment, die hier. Das wäre in dem Fall dann zum Beispiel hier CNN. Okay. Ja. Jo. Dann vielleicht was zur internen Struktur von so einer Bigtable. Die Daten werden in sogenannten SS-Tables gespeichert. Das sind Sorted String Tables. Das heißt, eine
sortierte Datenstruktur. Und die mappt eben einen Key auf einen Value und die wird blockweise erzeugt. Das heißt, wenn ihr etwas speichert, dann wird in der SS-Table ein Block alloziert und indiziert. Der Index ist am Ende der SS-Table und so speichert Google das dann halt auf ihrem GFS. Und der Block-Index wird übrigens üblicherweise im Memory von dem jeweiligen Server gehalten, damit die Lookups ziemlich schnell funktionieren. Ja, kommen wir zu den Tablets. Tablets ist praktisch eine horizontale, habe ich da eigentlich horizontal geschrieben? Das ist falsch, eine horizontale Fragmentierung. Das heißt, wenn ihr euch eine SS-Table vorstellt, dann die kann ja unter Umständen riesig werden. Dann wird einfach ab und zu ein Schnitt in der Tabelle gemacht und diese einzelnen Blöcke werden dann auf verschiedene Knoten verteilt. Und dadurch, dass die Tabelle sortiert ist, habt ihr halt, wie gesagt, immer möglichst, je nachdem wie die Anwendung geschrieben ist, Daten, die praktisch zur selben Entity gehören, auf einem Tablet-Server. Und zu Beginn, wenn beispielsweise ein neuer Bigtable-Cluster in Betrieb genommen wird, hat man eigentlich zum Beispiel nur ein Tablet und das wird dann immer weiter dynamisch aufgesplittet, sobald die über eine bestimmte Größe gewachsen sind. Und wenn die beispielsweise 100 MB oder so überschritten haben, dann werden die vom Master, dann werden die vom Tablet-Server aufgesplittet und neu verteilt auf weitere Knoten. Das heißt, so kriegen die Skalierung hin. Ja, jeder Tablet-Server hat bis zu 1000 Tablets und wenn Clients, wie in dem Beispiel, jetzt versuchen, Daten zu lesen, dann kommunizieren die nicht mit dem Master-Server, sondern direkt mit den Tablet-Servern, damit möglichst viele Tablet-Server auf einmal lesen können und die Daten schicken können. Ja. Wie wird das verteilt an der Stelle auf den entsprechend richtigen? Ne? Ja, das wird natürlich so gemacht, dass die Lokalität halt besonders gut ist, also möglichst an Servern, die in einem Rechenzentrum stehen oder in einem Rack. Wie genau das jetzt funktioniert, kann ich dir auch nicht genau sagen. Es wird auch nicht weiter erwähnt. Ich denke mal, da wird Google natürlich auch ein paar Infos zurückhalten, damit das weiterhin die schnellste Implementierung bleibt. Wie funktioniert jetzt eigentlich der Lookup? Das heißt, ihr wollt jetzt in eurer Anwendung Daten lesen und instanziert euch da das Interface und versucht jetzt von der Bigtable Daten zu lesen. Die Frage ist jetzt aber, wie findet praktisch der Server heraus, wo jetzt überhaupt die Daten liegen? Und das machen die auch wiederum in Tablets. Es gibt sogenannte Metadata-Tablets und die beinhalten einfach die Server, auf denen die Tablets verteilt sind. Und die sind dann halt mit einem bestimmten Key gespeichert, sodass der Lookup halt funktioniert. Also ihr sagt irgendwie, ihr wollt von der Bigtable XY lesen, dann könnt ihr über den Key XY, kann der Master-Server dann herausfinden, auf welchen Tablet-Servern das liegt. Das ist immer so eine dreistufige Hierarchie. Das Root-Tablet wird nie aufgesplittet. Und die anderen, also das Metadata-Tablet, die werden dann immer weiter aufgesplittet, je nachdem, wie viele Daten halt vorhanden sind. Was ganz cool ist, ist, dass die Metadaten vom Client gecached werden. Das heißt, er versucht halt möglichst viel selber aufzulösen. Wenn sich herausstellt, dass der Server, auf dem es eigentlich sein sollte, die Daten doch nicht mehr hat, dann geht er praktisch in der Hierarchie wieder einen hoch und fragt erneut nach, sodass er dann mit drei Roundtrips zum Beispiel die neuen Orte herausfinden kann. Und die Clients machen auch Prefetching, dass ihr halt möglichst viele Locations schon im Cache habt, auch wenn ihr die möglicherweise noch gar nicht braucht. Ja, jedes Tablet ist immer genau einem Tablet-Server zugeordnet und die Tablet-Server registrieren sich in so einem Log-Service, der war auch hier gerade zu sehen, der nennt sich Chubby bei Google. Das ist aber noch ein ganz anderes Thema, da will ich auch gar nicht weiter drauf eingehen. Und wenn ein Tablet nicht zugeordnet ist, das kann der Master feststellen, dann sucht er einen passenden Server raus. Das ist also auch wieder die Frage, die du gestellt hast. Da wird er dann irgendwelche
Heuristiken anwenden, um einen passenden Server zu finden. Beispielsweise muss er ja natürlich genug Speicher, freien Speicher haben und ja. Und wenn der Master abstürzt, dann wird ein neuer Master instanziiert und der sucht alle Tablet-Server raus und scannt die Metadata-Table, damit er praktisch wieder die gesamte Sicht bekommt. Und die Splits, also wenn die Big-Tables zu groß werden, werden wie gesagt vom Tablet-Server erledigt. Wenn jetzt Anwendungen auf der praktisch in der Big-Table was schreiben wollen oder was lesen wollen, dann kommt die Write-Operation auf einem Tablet-Server an, wird zunächst erstmal in einer Mem-Table gespeichert, das heißt, die geschriebenen Sachen werden nicht sofort auf die Platte geschrieben und wenn dann wieder was gelesen werden soll, dann setzt sich die Sicht nicht nur aus den SS-Tables zusammen, sondern auch aus der Mem-Table, sodass in der Mem-Table nicht zwingend immer der letzte Stand drin ist, aber die Mem-Table wird natürlich regelmäßig geflasht, sodass immer ein konsistenter Zustand auf der Big-Table vorhanden ist. Das hat Performance-Gründe, ja. Genau. Ja, dann werden in dem Paper noch ein paar, ich habe es mal Neckarbissen genannt, erwähnt. Die Locality Groups, die haben wir schon erwähnt. Das sind einfach, das ist einfach die Sache, dass Column Families zusammen eine Locality Group bilden. Das heißt, die werden zusammen abgespeichert und die können zusätzlich noch als In-Memory markiert werden, sodass die halt immer im Speicher gehalten werden und nicht von der Platte geladen werden müssen. Dann, was ziemlich cool ist, man kann auf Locality-Group-Ebene Komprimierung aktivieren. Das heißt, man kann sagen, die Column-Family-Content soll immer komprimiert werden, weil da viele Daten drin sind. Und dadurch, dass das eine sortierte Tabelle ist, ist die Komprimierung halt super gut. Google benutzt da auch spezielle Algorithmen. Also es ist eine zweiteilige Komprimierung. Also es werden irgendwie Algorithmen angewandt, die das in zwei Schritten machen. Und die Komprimierung erfolgt blockweise, das heißt, um wieder Daten zu lesen, muss nicht die gesamte Column-Family wieder dekomprimiert werden, sondern das können die dann einfach in Blöcken machen. Das kann vom Entwickler festgelegt werden und die kriegen tatsächlich Kompressionsraten von 10 zu 1 hin. Also es ist nur noch 10% teilweise am Ende von den Daten übrig, die unkomprimiert gespeichert werden würden. Und das ist eben deswegen, weil die Tabelle sortiert ist und der Inhalt sich möglicherweise ziemlich ähnelt. Wird natürlich Caching angewandt. Es gibt einen Key-Value-Cache, der einfach Key-Value-Pairs cached und zusätzlich den Block-Cache, den habe ich auch, glaube ich, schon erwähnt. Es gibt Bloom-Filter, das ermöglicht die Vorhersage, ob ein Key bzw. Column vorhanden ist. Und wenn praktisch der Bloom-Filter sagt, nein, es ist nicht vorhanden, dann ist es auch hundertprozentig nicht in der SS-Table vorhanden. Wenn es allerdings sagt, ja, es ist vorhanden, dann besteht immer noch eine bestimmte Wahrscheinlichkeit, dass es trotzdem nicht vorhanden ist. Aber so können die halt teilweise dann schon einige Antworten, eine Antwort geben, obwohl es möglicherweise halt doch nicht stimmt. Das bringt halt auch nochmal Speed und kann auch von der jeweiligen Anwendung aktiviert werden. Ja, warum erzähle ich euch das eigentlich alles, wenn es proprietär ist? Es gibt natürlich Open-Source-Implementierungen. Die bekannteste basiert auf Hadoop. Das ist ein Framework für verteilte, skalierbare Anwendungen. Und Hadoop kommt auch mit einem verteilten Dateisystem, das nennt sich HadoopFS. Und darauf basierend gibt es dann HBase. Und HBase ist eine freie Bigtable-Implementierung. Allerdings, das wird euch wahrscheinlich nicht so gefallen, das ist alles in Java geschrieben. Und man sagt auch, dass diese ganzen freien Implementierungen nicht vom Speed an Bigtable rankommen. Und es gibt auch noch Hypertable. Ich glaube, das ist in C++ geschrieben, aber das nur am Rande. Da habe ich mich auch noch nicht mit auseinandergesetzt. Jo, dann bin ich auch schon am Ende meines Vortrags. Ich habe die ganzen Informationen aus diesem Paper von Google Research. Da könnt ihr auch gerne noch mal ein bisschen drin blättern. Da stehen auch noch einige andere Sachen drin, die ich jetzt nicht erwähnt habe. Ist auf jeden Fall super interessant.
Ja, genau. Hier habe ich auch nochmal aufgeführt, was ich nicht erwähnt habe. Zum Beispiel die Locking-Mechanismen, die die benutzen, Commit-Logs bzw. Transaktionen und natürlich die Performance-Evaluation. Und ansonsten bin ich mit meinem Vortrag am Ende. Noch Fragen? Wie ist denn das, wenn ich jetzt keine Petabytes zu speichern habe? Ist das dann für mich als Privatanwender nützlich? Oder ist es mehr einfach, weil es eine interessante Technologie ist, dass ich mir das als Spielzeug mal lokal installiere? Also ich würde sagen, wenn du keinen Grund hast oder keine solchen Datenmengen hast, dann lohnt sich das fast nicht für dich, weil du halt auch einiges aufgibst. Du hast nicht mehr so, zum Beispiel mit SQL hast du halt eine schöne Sprache, die von allen Anwendungen oder wo es für alle Programmiersprachen Libraries für gibt und es ist einfach komfortabler, aber wenn du halt beispielsweise wie COSM und unser Sensordaten, wo wir unsere Sensordaten drin speichern, die werden wahrscheinlich solche Datenmengen haben, das kann man dann nicht mehr so einfach in relationalen Datenbanken speichern und die müssen dann auch dieses Feature-Set irgendwie reduzieren und dann so eine NoSQL-Datenbank einsetzen. Aber ich würde sagen, für einen Privatanwender lohnt sich das kaum. Außer man hat natürlich Spaß und Interesse, sich mit sowas auseinanderzusetzen. Ja. Die Inhalte sind aber dann in erster Linie Texte aus dem Internet. Ja, du kannst, glaube ich, auch, also ich glaube, es ist ein Byte-Array, also du kannst auch andere Sachen drin speichern, aber die Frage ist halt, ja, also ich glaube, das ist kein Problem. Das dürfte funktionieren, ja. Der, ich glaube, der. In der Kompression, weil. Ja, Kompression muss er dann irgendwie auch zu dem Datentyp passen. Ja, aber die Kompression kannst du ja aktivieren oder deaktivieren. Das heißt, die ist nicht zwingend. Und ansonsten ist das, glaube ich, egal. Also du kannst auch, theoretisch kannst du auch einfach irgendwelche Bytes reinschaufeln. Ja. Aber dann wahrscheinlich nicht mehr mit der Kompressionsart. Nee, die wird dann, also ich meine, wenn du irgendwelche Bytes hast, wenn du zum Beispiel ein Bild oder so drin speicherst, die sind ja dann meistens eh schon komprimiert und dann lohnt sich das auch einfach nicht mehr, die noch zu komprimieren. Also ich würde sagen, die 10:1 Kompressionsrate kriegst du wahrscheinlich nicht mit irgendwelchen Daten hin. Das ist, finde ich, schon beeindruckend. Also. Ja. Gut. Ja. Ich weiß, was sie tun, aber ich kann dir da nicht weiter zu sagen, wie das funktioniert. Also das hat. Grundlegend eigentlich, du implementierst das als ein Byte Array, wo du quasi einfach reine, also du setzt immer, du machst Hashes und setzt dann einfach in so einem Byte Array, ja, solange es wieder ein Hash, setzt du die Sachen auf 1, wo halt. Also, setzt das dann so rein, dass wenn du da reinguckst, dass dein Hash da drin ist. Dadurch hast du die Garantie, dass du sagen kannst, es ist nicht drin, wenn du einen Hash hast und da reinguckst, der ist nicht drin. Aber wenn du halt einen Hash hast und der ist da drin, dann kannst du aber nicht sagen, ob dein Element tatsächlich in dem Blumenfilter drin ist. Das kann ja irgendwas anderes sein. Und je voller der Blumenfilter wird, desto schlechter kannst du die Aussage machen, ja, es ist da drin. Aber du kannst halt immer die Aussage machen, nein, es ist nicht drin. Wenn der Befüller halt nein, es ist nicht drin. Und meistens wird das mit Byte Arrays, glaube ich, gemacht. Ja, da kannst du, hier gibt es einen riesigen Wikipedia-Artikel zu, wenn du Lust hast, dich mit der Mathematik auseinanderzusetzen. Es gibt auch eine Webdemo zu. Aber, ah ja, genau, es gibt auch eine Webdemo. Aber es ist eigentlich eine ganz coole Technik, die wird auch, glaube ich, bei Datenbanken recht gerne eingesetzt, weil man halt. Man hat halt False Positives, aber man kann halt einige der Anfragen dann schon beantworten. Also, es entweder auf dieser Hashing-Idee. Dass wir also ich weiß nicht genau, wie das implementiert wird, kann ich dir leider nicht sagen. Und dafür ein bisschen was an Aussagefähigkeit opfern und dann eventuell noch ein zweites Mal nachschlagen. Ja. Ja. Jo, alles klar. Danke. Mhm.